Christian Benbenek, Trainer des BFC Dynamo. Nach rund zwei Dritteln der Saison stehen Sie mit Ihrem Team jetzt auf Rang 6 der Regionalliga Nordost. Wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Saison Ihrer Mannschaft? Es ist bislang sehr gut für uns gelaufen. Wir hatten ja das letzte Mal im Sommer gesprochen. Da war ja klar, dass wir einen ganz neuen Weg gehen, eine ganz neue Mannschaft zusammenbauen und dass unser einziges Ziel, was wir hatten, von der Tabelle her die Klasse zu halten und von der Mannschaft her sie so weiterzuentwickeln, dass wir wirklich einen Fußball spielen, der unsere Fans begeistert. So, das waren die beiden Ziele, die wir hatten. Das Ziel Klassenerhalt, wenn man ehrlich ist, hatten wir zur Winterpause eigentlich schon erreicht. Und unsere spielerische Entwicklung, die ist noch lange nicht abgeschlossen. Da müssen wir noch weiter arbeiten. Sie hatten ja zu Ihrem Amtsantritt erwähnt, dass die Mannschaft sich zunächst entwickeln müsse und auch damit rechnen müsse, dass sie nicht einen optimalen Saisonstart hinlegt. Dann gab es aber erstmal drei Spiele zum Auftakt, gefolgt jedoch von 7 sieglosen Spielen. Worauf kommt es an, damit so eine junge Mannschaft auch wieder aus so einem Tief hinausfindet? Also wir hatten kein Tief. Das sah vielleicht für außen so aus, wenn man drei Spiele in Folge gewinnt am Anfang. Sind aber auch die ersten beiden Spiele, diese Mannschaften sind jetzt Letzter und Vorletzter, also auch ein bisschen der Auslosung geschuldet, dass wir so gut rausgekommen sind gegen Fürstenwalde, das dritte Spiel. Wenn man ehrlich ist, haben wir die letzte Viertelstunde drum gebettelt, das noch zu verlieren. Und dann kam eine Phase, wo wir nochmal eine ganz neue Vorbereitung angefangen haben. Wir haben in den ersten drei Spielen gemerkt, dass wir noch nicht bei 100% Fitness sind. Gerade weil die Vorbereitung im Sommer mit 11, 12 Spielern begonnen hast und dann kamen die Spieler so peu à peu dazu und dann ging die Liga schon los. Daher haben wir dann nochmal eine komplette neue Vorrunde gemacht, wo die Spieler mit Sicherheit auch mal mit müden Beinen in so eine Partie reingegangen sind. Aber auch die Gegner deutlich stärker wurden. Und daher war das nicht so, dass wir in einem Tief waren. Für alle von außen sah das vielleicht so aus, aber wir wussten immer, dass wir diesen Weg gehen müssen, wenn wir am Ende Erfolg haben wollen. Und nach diesen 7 sieglosen Spielen ging es dann ja auch los und haben eine tolle Serie bis Weihnachten hingelegt, mit vielen Siegen auch in Folge. Ne? Sehr wichtig für so eine Mannschaft, gerade in so einer Umbruchsaison, sind auch immer die Fans. Da wurde der Nachwende-Dauerkartenrekord im Sommer gebrochen. Auswärts gibt es immer einen starken Rückhalt. Wie wichtig ist auch so diese Unterstützung von den Rängen in so einer Umbruchsaison für eine Mannschaft? Ja, es ist toll, wie die Fans uns unterstützen. Sie wissen, wir waren ja ehrlich zu ihnen und gesagt, das ist ein schwieriges Jahr für uns, wir brauchen eure Unterstützung und wir werden auch mal auf die Nase fallen. Und ist auch vollkommen akzeptiert. Es waren mit ein, zwei Spielen dabei. In Cottbus sind wir 6-0 untergegangen. In Optik haben wir ein Katastrophenspiel angeboten. Und sind die Fans auch zu Recht sauer. Und die gesagt haben, ihr könnt euch verlieren, ist gar kein Thema, aber ihr müsst gefälligst alles geben. Und das hatten wir in ein, zwei Spielen vermissen lassen. Ansonsten, denke ich, ist das eine ganz tolle Beziehung zwischen Mannschaft und Fans, weil die Fans auch wirklich sehen, das sind Jungs, die wirklich für den BFC alles geben und auch hier bleiben wollen und weiter Gas geben wollen für diesen Verein. Das Wohnzimmer, könnte man sagen, der BFC-Fans, natürlich auch der Spieler und Verantwortlichen, ist seit ein paar Jahren der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Da hat der Verein sich ja jetzt auch gerade bezogen in dieser Debatte, ob der Umbau stattfinden soll. Der Verein ist für diese Maßnahme. Warum ist es auch aus Ihrer Sicht wichtig, dass einfach die Sportstadt Berlin ein modernes und barrierefreies Stadion in dieser Größenordnung vorzuweisen hat? Also unser Wohnzimmer ist hier im Sportforum. Ich weiß nicht, was ist dann der Prenzlberg, ist unsere Gartenlaube, ich weiß es nicht. Also unsere Fans gehen da nicht so gerne hin. Ich finde den Rasen super im Jahn-Sportpark. Ja? Aber jeder von uns würde natürlich lieber hier spielen, im Sportforum. So, aber das ist derzeit nicht möglich. Wenn dann dort ein neues Stadion entsteht, ist glaube ich für ganz Berlin gut. Ja, also das ist jetzt nicht nur für uns, sondern allgemein ist wichtig, dass die Sportstätten aktuell sind, dass sie modern sind und so. Aber wenn Sie nach unserem Wohnzimmer fragen, das ist hier in Hohenschönhausen. Die VfG Altglienicke ist ja der Halbfinalgegner, das ist ja das Topspiel im Halbfinale im Berliner Landespokal. Wie heißt es die Mannschaft da jetzt schon auf die Begegnung, wo ja auch bestimmt jeder deutsche Amateur so ein bisschen Richtung Saarbrücken schielt? Ach so, Saarbrücken, ja. Das freut natürlich jeden Regionalligisten, dass sowas noch möglich ist bei so viel Geld in diesem Spiel. Es war lange nicht so, dass man Amateur so weit hochgeschafft ist. Wobei Saarbrücken, wenn man sich den Kader ansieht, das ist eigentlich eine gute Drittligamannschaft, das ist kein echter Regionalligist. Für unsere Geschichte das Halbfinale gegen Altglienicke. Wir wollen es unbedingt gewinnen, es wird nicht leicht. Wir haben in der Liga zweimal gegen Altglienicke verloren. Wir haben eine richtig gute Mannschaft. Und daher müssen wir alles geben und die Jungs freuen sich darauf. Wir haben jetzt in den nächsten zwei Wochen spielen wir einmal gegen Lok Leipzig, gegen Cottbus und Altglienicke. Das heißt, die ersten drei aus der Tabelle, das wird mit Sicherheit nicht leicht für uns. Und trotzdem werden wir alles dafür tun, dass wir ins Finale kommen.
Abschließend auch noch die Frage, welches Ziel für die Restsaison in der Liga ausgerufen ist? Ja, das, wie gesagt, den Nichtabstieg, den können wir einen Haken dran machen, das haben wir geschafft. Und dann geht es für uns einmal natürlich sportlich weiterentwickeln, aber auch so viele Spiele, wie es geht, zu gewinnen. Das ist parallel dazu. Hauptziel bleibt Gewinn vom Berliner Pokal, die Qualifikation für den DFB-Pokal. Christian Bembenek, ich bedanke mich für das Interview. Ich danke Ihnen auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.